Hallo, heute geht's los mit einem ganz leckeren, hoffe ich, Eis. Ich probiere das selber aus und werde euch dann nochmal sagen, ob es geschmeckt hat. Und das ist insofern ein bisschen anders. Es wird auf jeden Fall wieder ein Schokoeis mit auch Schokoteigstückchen drinnen. Aber ich habe heute, das ist hier eine Mischung aus Joghurt und 100 Gramm Tofu, Seidentofu. Und das möchte ich heute mal ausprobieren und dachte, ich nehme euch einfach mit auf der Probereise. Ich werde das jetzt alles zusammenmixen und euch dabei sagen, was es ist. Also wir haben hier einmal, oder ich sag's euch erstmal so. Das hier sind 100 Gramm Seidentofu und 100 Gramm Joghurt. Naturjoghurt einfach ganz normal. Ihr könnt aber auch irgendeinen Geschmack nehmen, der euch passt. Dann habe ich hier 10 Gramm Whey, beziehungsweise das ist sogar Casein, und 10 Gramm dunklen Kakao. Und ein bisschen Salz, wie ihr sehen könnt, weil Salz gehört irgendwie überall mit dran und bei Eis ist es besonders gut. Habe ich mal irgendwo gehört. Kann ich jetzt euch auch nicht wirklich erklären. Das hier sind 40 Gramm Erythrit. Kommen hier mit rein. Das ist ein neues Erythrit. Ich werde das mal ausprobieren, damit es schmeckt. Dann weiter zu den trockenen Zutaten. Da habe ich 1,5 Gramm. Ich habe so eine Waage, die hier sogar halbe Gramm misst. 1,5 Gramm Cognacmehl und 1,5 Gramm Johannesbrotkernmehl. Dann kommen 150 ml Milch rein. Ich habe hier einen Mix aus 100 ml Schokomilch und 50 ml Mandelmilch, selbstgemachte, mit meiner Sojabella. Dann habe ich hier noch 100 Gramm körnigen Frischkäse, light. Ich mag das einfach total, wenn da noch so ein paar Stückchen drin sind im Eis, deswegen. Und dann habe ich hier noch mein selbstgemachtes Nutella. Da ist nicht mehr viel drin, aber es reicht noch. Da kommen 20 Gramm von rein. Und ich werde das jetzt mal zusammenmixen, das geht einhändig nicht so gut, und zeige euch dann mal das Ergebnis. Hallo, 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 jetzt geht's weiter. Ich habe jetzt hier alle flüssigen Zutaten zusammengemixt und kann euch eigentlich jetzt mitnehmen, wenn ich die anderen reinmache. Ich wollte euch nur noch sagen, wenn ihr keinen Seidentofu findet oder das vom Geschmack her nicht mögt, könnt ihr auch einfach entweder ein bisschen Sahne oder Sahneersatz reinmachen oder auch irgendeinen anderen Joghurt oder auch Magerquark. Da seid ihr echt variabel. Das ist total gut. Jetzt habe ich hier, wie gesagt, die flüssigen Zutaten drin. Seht auch diese Stückchen vom körnigen Frischkäse. Und jetzt mache ich nach und nach die anderen rein. Das hier ist jetzt das Erythrit. Auch da könnt ihr auf Süßungsmittel eurer Wahl vertrauen. Dann kommt hier die Bindemittel ran. Das ist halt einfach gut, dass das Eis cremig wird und nicht so Eiskristalle bildet. Habe ich zumindest die Erfahrung damit gemacht, dass das echt gut geht so. Muss man nur ordentlich verrühren. Das dickt dann auch schon ein bisschen an, das merkt man von Anfang an. Ihr könnt auch andere Sachen nehmen, wie zum Beispiel Guarkernmehl, das geht auch gut. Das hier sind, wie gesagt, Cognacmehl und Johannesbrotkernmehl. So, und jetzt tue ich noch die anderen beiden Zutaten rein. Also Whey und Kakaopulver, aber das mache ich ein bisschen hintereinander, dass es nicht zu sehr klumpt. Ich verrühre das alles mit so einem kleinen Schneebesen. Das geht meiner Meinung nach sehr gut. Ihr könnt es, wie gesagt, auch mit Vanille machen und dann irgendwie noch Vanillearoma oder Vanilleschote reinmachen. Besser natürlich, natürlich. Schmeckt auch viel besser. Das war jetzt cool. Besser natürlich, natürlich. Aber ist ja so. Genau. Dann kommt hier jetzt noch der Rest. Vorwiegend Kakaopulver rein. Und falls ihr euch wundert, was ich da hinten habe, das sind nur noch so ein paar Dinkel-Cornflakes eigentlich. Und ich habe gedacht, warum nicht einfach mal davon noch ein paar reinmachen. Einfach zusätzlich, weil ich Eis gerne mit so viel Einlage wie möglich esse. So, und jetzt haben wir hier eigentlich auch schon genug. Meine Eismaschine rührt sowieso noch zu Genüge. Aber ihr seht schon, dass es schön schokoladig wird. Wer es schokoladiger will, kann natürlich noch mehr Kakao reinmachen. So, dann habe ich hier die Stückchen. Ich überlege, ob ich sie jetzt schon reinmache oder ob die dann komplett aufweichen. Ich glaube, ich mache sie nach der Hälfte der der Eiszeit rein, weil ich befürchte, obwohl. Ich glaube, ich mache die Hälfte jetzt rein und die anderen so noch zum Schluss, falls die sich zu sehr auflösen. Genau, das war jetzt alles und dann geht es jetzt 45 Minuten in die Eismaschine und dann nochmal 2 bis 3 Stunden ins Gefrierfach, dass es schön nachfriert. Ich zeige euch dann das Ergebnis. Und was ihr nicht vergessen dürft, ist, wenn ihr auch Keksteig gemacht habt, wie ich, das könnt ihr bei meinem anderen Video
was ich hier schon drin habe, von dem Ben & Jerry's Chocolate Fudge Brownie nachgemachten Eis. Da habe ich schon den Keksteig drin, wie der gemacht wird. Und da könnt ihr einfach mal nachschauen. Und das kommt hier nämlich auch noch mit rein. Nachher, bevor ich es einfriere, wenn das Eis in der Eismaschine fertig ist. Hallo, ich melde mich jetzt nur noch mal, weil ich euch zeigen wollte, dass ich einmal hier diese Stange habe, die da reinkommt. Das ist eingefroren und das ist mein Keksteig. Und dann wollte ich euch diese krasse Konsistenz zeigen. So ist es noch nie geworden. Das ist so richtig, ich hoffe, man sieht es einigermaßen, so richtig krass cremig hier. Also nicht cremig, sondern ja luftig und eisig. Richtig gut, richtig lecker. Ich muss mal ans Telefon gehen, entschuldigt.